Nein, du bist nicht meine Tochter. Meine Kinder sind klein und ich muss nach Hause. Ich muss jetzt gehen. Ich muss gehen. Kennt ihr solche Situationen? Mama muss nach Hause. Sie muss kochen. Denn bald kommen ihre Kinder aus der Schule und die haben Hunger. Mama ist jetzt zeitreisend. Sie ist sozusagen in ihrer eigenen Welt und diese ist für sie Realität. Sie erkennt mich nicht mehr als eigene Tochter. Sie sagt immer, du bist nicht meine Tochter, meine Kinder sind klein. Das kann ganz schön wehtun. Nun, wie gehen wir um mit solchen Situationen? Die können uns ganz schön aus der Bahn werfen. Oft reagieren wir spontan falsch. Und zwar. Realitätsorientierung ist häufig unser erster Impuls, denn wir meinen, dass es Struktur und Orientierung gibt. Aber wenn ich Mama von meiner Realität überzeuge, dass ich ihre Tochter bin und dass ihre Kinder alle erwachsen sind und sie jetzt nicht nach Hause gehen muss, ihren kleinen Kindern kochen, dann wird sie einen Schock erleben. Sie wird mich vielleicht beschimpfen. Denn für sie ist das jetzt Realität, dass ihre Kinder klein sind und aus der Schule kommen und sie jetzt einfach nach Hause kochen muss. Für sie ist das die einzige Realität. Oft reagieren wir mit Ablenkung. Ablenkung kommt ursprünglich aus der Kindererziehung, was aber nicht heißt, dass es bei Menschen mit Demenz anwendbar ist. Denn dort löst Ablenkung eher Frustration aus. Wenn ich zum Beispiel zu Mama sage, komm, jetzt trinken wir erstmals einen schönen Kaffee, dann gehen wir spazieren, schau, wie schön das Wetter draußen ist. Sie würde sich von mir nicht ernst genommen fühlen. Denn sie hat jetzt das Bedürfnis, nach Hause zu gehen, zu ihren Kindern. Sie muss kochen, denn sie kommen jetzt gleich aus der Schule. Wenn ich Mama nicht ernst nehme, wird sie sich immer mehr zurückziehen und sie wird mir nicht mehr von ihren Bedürfnissen erzählen. Deswegen Ablenkung ist keine gute Option. Anlügen. Passiert uns das manchmal? Wollen wir uns damit selber weiterhelfen? Aber hilft es auch Mama? Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe in der Schule angerufen und die Lehrerin hat gesagt, die Kinder kommen erst am Abend nach Hause. Also Mama, du musst jetzt nicht kochen gehen. Du kannst da bleiben. Für eine kurze Zeit würde sie beruhigt sein, aber die Frage kommt immer wieder auf, weil ihr Grundbedürfnis einfach noch nicht befriedigt ist. Und wenn sie dann am Abend merkt, dass niemand kommt, wird sie sehr enttäuscht sein und sie wird uns nichts mehr anvertrauen. Sie wird sich immer mehr zurückziehen in ihre eigene Welt. Denn für sie ist das jetzt ihre einzige Realität und auf dieses Bedürfnis, dass sie jetzt nach Hause gehen will, zu ihren Kindern kochen, da sein will, auf das müssen wir eingehen. Wichtig ist zu erkennen, dass hinter Mamas Aussage ein Bedürfnis steckt. Ein Bedürfnis, das unbefriedigt ist. Das ist bei Mama wahrscheinlich das Grundbedürfnis nach gebraucht werden und produktiv sein. Sie will nach Hause zu ihren Kindern. Sie will für sie da sein. Sie will für sie kochen. Also gehen wir darauf ein. Welche Art der Kommunikation sollen wir wählen?
Validation ist sicher einer der besten Wege, denn das heißt, dass wir wertschätzend auf unser Gegenüber eingehen und die Aussage respektieren. Das würde für mich bedeuten, dass ich Mamas Aussage nicht korrigiere und sie für gültig erkläre. Denn es ist ihre Realität und die habe ich zu respektieren, um mit ihr in ihrer Realität ein Stück zu gehen. Vielleicht kennt ihr das Sprichwort in den Schuhen des anderen gehen. Das ist ein indianisches Sprichwort und man könnte es weiterführen, gerade in der Arbeit mit Menschen mit Demenz, in den Schuhen des anderen gehen, aber zu wissen, wann wir sie wieder ausziehen. Also wir müssen auch unsere eigenen Kräfte auf uns selber schauen. Vor einem Gespräch sollten wir einiges beachten. Wir müssen uns zuerst selber zentrieren, das heißt von eigenen Blockaden und Gefühlen frei werden. Wir müssen den Gesprächspartner von vorne begegnen mit Augenkontakt. Niemals von der Seite, niemals von hinten. Denn Menschen mit Demenz haben eine eingeschränkte Wahrnehmung und sind daher sehr schreckhaft. Wichtig ist es auch, dass wir in selber Augenhöhe kommunizieren. Also wenn Mama steht, dann stehe ich. Wenn Mama geht, dann gehe ich. Wenn Mama sitzt, dann sitze ich. Niemals warum und wieso fragen, denn diese Fragewörter verlangen nach einer Erklärung und Menschen mit Demenz sind nicht mehr fähig, ihr Verhalten analytisch zu hinterfragen. Sie werden dadurch auf ihr Manko hingewiesen und das kann Schamgefühle auslösen. Kurze, langsame, klare Sätze und Fragen stellen. Durch einfühlsames Fragen kann ich Mama zum Erzählen bringen. Zum Beispiel mit den offenen Fragewörtern wie: Was kochst du gerne? Wie heißt die Lieblingsspeise deiner Kinder? Wenn das nicht mehr funktioniert, können wir auch die geschlossenen Fragewörter verwenden, wo Mama nur mit Ja oder Nein antworten kann. Zum Beispiel: Ist Gulasch das Lieblingsessen deiner Kinder? Während dem Gespräch ist es auch immer gut, wenn wir sie stärken mit Aussagen wie: Du bist eine gute Mutter, du bist immer da für deine Kinder. Wenn möglich, sie auch berühren, vielleicht ihre Hände, wenn sie es zulässt, und sagen: Das sind fleißige Hände. Die haben immer viel gearbeitet. Wenn Mama keine Berührung zulässt, dann wahren wir auch die Distanz und respektieren das. Was steckt nun hinter dem Grundbedürfnis, gebraucht zu werden und produktiv sein bei Mama? Vielleicht hat sie es nochmal gespürt, von ihren Kindern jetzt gebraucht zu werden. Und sie hat sich daran erinnert, dass ihre Kinder gerne Gulasch gegessen haben. Sie möchte diese Gefühle nochmals erleben, nochmals spüren, die Bestätigung bekommen, dass sie eine gute Mama ist, dass sie immer da ist für ihre Kinder. Es tut Mama gut, dass ich es ernst mit ihr meine und dass sie nochmal die Möglichkeit bekommt, ihre Gefühle auszudrücken. Sie spürt es, dass ich es gut mit ihr meine, auch wenn sie morgen schon alles vergessen hat. Das Gefühl bleibt, das Gefühl, dass ich es ernst mit ihr meine.
Und wichtig für uns ist, dass wir erkennen, dass hinter jedem Verhalten ein Bedürfnis steckt. Und wenn wir das wissen, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Und wir können Maßnahmen im Vorfeld setzen, die eine schwierige Situation, eine Stresssituation verhindern können. Und ich wünsche euch viel Erfolg und Freude bei eurer Arbeit und gerne könnt ihr mir in den Kommentaren eure eigenen Erfahrungen schreiben oder was bei euch am besten geholfen hat in der Betreuung von Menschen mit Demenz, bei euren Angehörigen, bei euren Patienten im Krankenhaus oder Bewohnern in Einrichtungen, Pflegeheime, Altersheime, Tagesbetreuungen. Und schaut auf euch, vergisst nicht, eure eigenen Batterien aufzuladen, denn ihr seid ganz wichtig. Es ist wichtig, dass es euch gut geht in der Betreuung von euren Lieben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.